Also wenn aus welchen Gründen auch immer nicht gestillt werden kann oder nicht gestillt werden mag, muss man auf eine adäquate Säuglingsernährung umsteigen. Und die beste Alternative nach Muttermilch ist eine Säuglingsernährung, die den modernsten Empfehlungen entspricht und die auch basiert ist auf intensiven Forschungserkenntnissen, die man hat. Insofern ist es dann gut, wenn man nicht stillen kann, voll stillen kann, auf adäquate Produkte umzusteigen, die dann ermöglichen, dass das Kind altersgerecht optimal ernährt wird. Wir haben eine Tochter, sie wurde auch gestillt und ich selbst bin 8 Monate gestillt worden, habe also einen ganz frühen Bezug zur Muttermilch bekommen, der mich offensichtlich geprägt hat, das sogar in die Forschung umzusetzen. Also zunächst muss man sagen, dass Stillen und Muttermilch alle Inhaltsstoffe hat, die das Kind braucht, um in den ersten 6 Monaten zu wachsen und zu gedeihen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt an reicht die Muttermilch aber nicht mehr aus und dann braucht man altersgerechte Beikost. Es ist aber kein Grund, wenn man die Beikost einführt, dass man das Stillen aufhört. Das heißt, man kann weiter stillen. Und die WHO empfiehlt zum Beispiel 2 Jahre und darüber hinaus zu stillen. Wir sehen aus biologischen Gründen keinen Grund, das Stillen einzustellen, weil Stillen liefert eben nicht nur Inhaltsstoffe, die für die Ernährung der Säuglinge wichtig sind, sondern auch Immunfaktoren. Und diese Immunfaktoren kann man immer gebrauchen, auch nach den 6 Monaten. Auch nach einem Jahr gibt es noch wichtige Faktoren in der Muttermilch, die gut sind für die Säuglinge. In der Tat setzt sich die Muttermilch zusammen aus den Stoffen, die die Mutter selbst herstellt, die Mutter produziert in der Brustdrüse und Substanzen, die sie selbst über ihre Diät bekommt, zum Beispiel Vitamine, langkettige Fettsäuren und so weiter. Das bedeutet, die Diät spielt eine Rolle. Die Muttermilch ist aber sehr fein zusammengesetzt und gut orchestriert und die Synthese der Muttermilch in der Brustdrüse ist sehr gut kontrolliert in der Form, dass wenn ich bestimmte Inhaltsstoffe nicht jeden Tag zu mir nehme, dass die Muttermilch immer die richtige Zusammensetzung hat und dann vieles kompensieren kann. Da die Ernährung aber eine Rolle spielt, ist es ganz wichtig, dass Frauen während der Schwangerschaft und der Stillzeit auf ihre Ernährung achten und eine gesunde Ernährung in Betracht ziehen, die auch den Empfehlungen der entsprechenden Kommissionen entspricht.